Moderation des nun vorerst letzten High Noons dieser Reihe. Wir haben gemeinsam uns vor einigen Monaten dazu entschieden, dass wir die ganzen Spitzenkandidatinnen unserer demokratisch agierenden Parteien für die Landtagswahl am 26. September einmal zusammenrufen, gemeinsam mit ihren entweder medienpolitischen oder mit ihren kulturpolitischen SprecherInnen, damit wir einen Gesamtüberblick bekommen über die aktuelle Lage der Nation in Bezug auf die Kreativ- und Digital- und Medienwirtschaft. Und in diesem Sinne sind wir heute das letzte Mal leider erst mal unterwegs. High Noon sollte eigentlich zum Ausdruck bringen, wir haben es quasi 11:55, also in dem Sinne ist es 12, und wir müssen uns einfach mal unterhalten. Das ist keine Grillstation, sondern tatsächlich ein intensiver Austausch, den wir uns wünschen mit Ihnen als potenzielle VertreterInnen für uns für die Zukunft. Und deswegen erst einmal herzlich willkommen, Bettina Jarasch und Notker Schweikert von den Grünen. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr doll, dass Sie da sind, damit wir hier wirklich einen Einblick bekommen. Mir gegenüber sitzt Olaf Kretschmer, nachfolgend Gemse genannt. Der ist der Vorstandsvorsitzende der Berlin Music Commission. Mein Name ist Janine Koch. Ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin Brandenburg. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt heute losstarten können. Aber bevor wir losstarten, stelle ich noch kurz Martin Eira vor. Er ist der Geschäftsführer der Factory. Er ist auch ein Tausendsasser. Beim letzten Mal habe ich eine wichtige Sache vergessen mit anzukündigen, denn er ist sozusagen, hat mehrere Hüte auf. Er ist einerseits Geschäftsführer hier dieser Factory, ist aber andererseits auch erfolgreicher internationaler Produzent und vor allen Dingen DJ, aber auch Gründer und Unternehmer von den Riverside Studios. Das heißt, in ihm schlagen mindestens 2 oder 3 oder 4 Herzen und die sind eben aufgeteilt unter Kreativ- und Digitalwirtschaft unter anderem. Und er wird uns jetzt ganz kurz noch ein paar Begrüßungsworte sagen zu dem Ort, an dem wir uns hier befinden. Also Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Auch danke an das gesamte Factory-Team, die uns das hier ermöglichen, und natürlich ans BMC und Medianet-Team, damit wir hier alle toll informiert sind an dem heutigen Tag. Also danke, Martin. Ja, vielen Dank, Janine, für die tolle Intro. Auch vielen Dank euch beiden, Gemse und Janine, an die Berlin Music Commission und das Medianet, dass ihr diese tolle Veranstaltungsreihe schon das zweite Mal bei uns macht. Bin immer sehr gespannt, was ihr erzählen werdet, was ihr vorhabt, falls ihr in Berlin in Zukunft das Zepter in der Hand habt. Und würde gern nochmal die Chance nutzen, die 2 Minuten, die ich habe, euch neugierig zu machen. Wir haben es gerade schon so ein bisschen davon gehabt, vielleicht noch einen Anschlusstermin bei uns zu machen. Das haben wir mit der Franziska Giffey hinbekommen und konnten da viel mehr erzählen, was eigentlich die Factory tut, nämlich die 4.500 Mitglieder, die wir haben, zu vernetzen über Eventformate, über Initiativen. Bei uns geht es nicht nur um das Gründen, sondern auch um voneinander lernen. Bildung ist wichtig bei uns. Wir haben eine eigene Hochschule, wir haben eine Schule hier bei uns. Bei uns geht es aber auch um Kreativität, es geht um Diversität, die bei uns sehr groß geschrieben ist. Wir haben 40% weibliche Gründerinnen bei uns, also ganz viel Spannendes, was man vielleicht nicht von außen immer so erwartet. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr diese Chance ergreifen würdet, nochmal im Anschluss irgendwann zu uns vorbeizukommen. Dann würden wir euch da mehr dazu erzählen und vor allem auch unsere Mitgliederinnen und Mitglieder erzählen lassen, weil ich glaube, da kann man viel davon mitnehmen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf einen spannenden Austausch zwischen euch und die Fragen und übergebe an euch wieder zurück. Vielen Dank fürs Hiersein in der Factory. Danke, Martin, und los geht's. Du sprachst von High Noon, 11:55, ist ja wirklich 11:55, weil die Wahl steht jetzt unmittelbar bevor, es sind jetzt, glaube ich, noch 3 Wochen. Das ist ja in unserer Zeit quasi gefühlt morgen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also alle Menschen, die keine Parteibindung im engen Sinne haben, sind in meinem Umfeld noch unentschieden oder sehr viele zumindest.
Das sind so viele wie noch nie. Das heißt, dieser Endspurt, der wird jetzt eigentlich wahlentscheidend. Uns interessiert, was haben die Parteien denn zu bieten für unseren Bereich? Unser Bereich ist die Musikwirtschaft, die Kreativwirtschaft, die Kreativszene der Stadt. Also es geht mir um die Wirtschaftsakteurinnen, um die Freelancer, um die Kreativen an der Stelle. Das vertreten, diese Klientel vertreten die beiden Netzwerke, Medianet Berlin-Brandenburg und Berlin Music Commission. Das interessiert uns heute. Und wir möchten herausfinden, wer sind denn unsere Partnerinnen in der Landespolitik und was haben die anzubieten? Vertreten die unsere Interessen? Wer vertritt sie wie gut und so? Deswegen sitzen wir heute zusammen. Uns interessiert, was die Grünen für die Kreativwirtschaft tun wollen. Ganz genau. Und jetzt noch ganz kurz ein paar Infos zum Ablauf. Es ist so, für diejenigen, die schon des Öfteren hier waren, kennen Sie den Ablauf schon ganz genau. Es sind 15 Minuten, die Gemse Fragen stellen wird, dann 15 Minuten ich. Und dann werden wir das Publikum zu Wort kommen lassen und gerne das Mikrofon, was jetzt inzwischen da in der Mitte steht, nee, noch nicht ganz, aber bald, dann eröffnen, damit Sie und ihr, dass ihr die Fragen stellen könnt, die euch interessieren und eine lebendige Diskussion entsteht. Eine Bitte vielleicht noch an alle, die hier sind, eure Handys möglichst leise, vielleicht Flugmodus oder auf jeden Fall lautlos zu stellen, sodass wir hier ungestört reden können. Und die andere Information ist, es ist auffällig, wir machen Fotos, wir nehmen Filmchen auf, die werden auch in dieses Internet gestellt danach. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, das wird alles festgehalten und veröffentlicht. Genau, und bevor ich jetzt noch viel länger rede, stelle ich mal unseren Gast vor, unsere Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, nachdem ich ja jetzt schon den Ablauf erklärt habe. Genau. Bettina Jarasch ist ausgebildete Redakteurin und studierte Philosophin. Ihr politisches Engagement begann bereits in den 90er Jahren. Sie hat vor ihrer Tätigkeit im Abgeordnetenhaus die Berliner Grünen als Landesvorsitzende erfolgreich durch den Wahlkampf und in die Regierung geführt und war bereits verantwortlich für die Themen Integration, Familie und Arbeit und ist nun Spitzenkandidatin. Und wir sammeln immer Statements vorher ein von unseren Spitzenkandidatinnen und unseren medienpolitischen oder kulturpolitischen SprecherInnen. Und Ihr Statement, Frau Jarasch, lautet: Die Medien-, Musik-, Kreativ- und Digitalbranche bedeutet für die Hauptstadt alles. Kultur- und Kreativwirtschaft sind die wichtigsten erneuerbaren Ressourcen Berlins. Sie machen aus Berlin eine Metropole. Ihre Vielfalt prägt das pulsierende Leben der Stadt. Sie locken Gäste, neue BerlinerInnen und neue Unternehmen. Herzlich willkommen, Bettina Jarasch. Neben Bettina Jarasch begrüßen wir Notker Schweigert. Er ist seit 2014 Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecher für Kulturpolitik und Kreativwirtschaft und medienpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Notker Schweigert lebt seit 1991 in Berlin und war viele Jahre Bühnenbildner, Filmdesigner, Art Director. Und aufgrund dieser Erfahrung kennt er die Kulturbranche, die Kulturszene, setzt sich dafür ein und besonders setzt er sich ein für die Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden. Notker Schweigert sagt, um die Medien-, Musik-, Kreativ- und Digitalindustrie in Berlin weiter voranzubringen, werden wir die Kultur- und Medienmetropole Berlin auf ein neues Level heben. Kreative und Künstlerinnen werden wir stärken, ihre Lebensbedingungen verbessern und so starke Partner für eine selbstbewusste internationale Kreativwirtschaftsbranche in Berlin erhalten. Keine Künstlerin, kein Kreativer soll mehr aus Berlin wegziehen müssen. Finden wir gut, ein guter Anfang. Herzlich willkommen, Notker Schweigert. Und ich habe jetzt eine kleine Einstiegsfrage, die richtet sich an Sie beide. Mal gucken, wer sie als erstes beantwortet. Sie haben kürzlich vor dem Roten Rathaus gestanden und Ihren 10-Punkte-Plan veröffentlicht. Und darin haben Sie unter anderem gesagt, dass die große Koalition der Stadt und der Weltoffenheit dieser Stadt besonders gut tue. Vielleicht jetzt nochmal so in der Retrospektive. Bitte? Die große Koalition? Nein, die aktuelle Koalition. Nicht die habe ich. Nein. Ja, hier muss man aufpassen, das geht schnell. Nein, Fake News. Die ist so verschwommen, die politische Welt, das ist alles kreuzgefährlich. Nee, ist gut, dass Sie so gut aufpassen, aber. Das steht morgen in der Zeitung. Also die aktuelle Koalition tut dieser Stadt vermeintlich sehr, sehr gut. Mich würde jetzt an der Stelle interessieren, was ist denn in Bezug auf die Medienkreativ- und Digitalwirtschaft vielleicht noch nicht ganz so optimal gelaufen? Wo sehen Sie dann vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten auch im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode?
Sie müssen es mir erlauben, also ich mache das jetzt einfach ganz elegant, dass ich ein bisschen allgemeiner einsteige, um dann sofort zu Ihrer Frage zurückzukommen, okay? Ja, das sind wir gewohnt bei den Politikern. Ja, ich weiß, das machen die, ich mache das normalerweise immer am wenigsten, ich komme immer direkt nur zur Frage, aber ich finde, Sie sollen mich ein bisschen einschätzen lernen, und wenn wir gleich so direkt einsteigen in die konkreten Maßnahmen, dann lernen Sie mich als Mensch und was mir wichtig ist und was auch in, was mir Kultur und Kreativität und Kreativwirtschaft bedeuten, dann lernen Sie das nicht kennen. Und nur deswegen würde ich gerne ein paar Sätze vorher sagen und vergesse aber Ihre Frage nicht. Sehr gerne. Das gleich vorweg gesagt. Und ignoriere auch diese eine Minute, die ich hier schon habe. Ich hatte Ihnen angekündigt, lassen Sie sich nicht irre machen. Genau. Ja, also, Sie haben mich ja schon so schön zitiert, dass Kreativität eine Ressource ist, noch dazu eine, die nachwächst, also eine erneuerbare. Das ist jetzt nicht nur der Wortwitz, weil wir Grünen natürlich auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit setzen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass Kreativität der Menschen in dieser Stadt, insbesondere der Kreativschaft, der kreativen Menschen dieser Stadt, der Künstlerinnen, der Kreativwirtschaft, etwas sind, was eine echte Ressource ist, und zwar Ressource auch im engeren Sinn. Also tatsächlich auch Ressource für die Wirtschaftskraft dieser Stadt, für unsere Attraktivität, was wiederum eine Ausstrahlung auf andere Branchen hat, für die Lebendigkeit, für das, was Berlin ausmacht, was die Menschen anlockt, aber auch für die politische, kritische Zivilgesellschaft. Also auch in diesem Sinne natürlich, also in jeder Hinsicht eine Ressource. Sie erneuert sich nicht automatisch, das muss man eben noch dazu sagen. Und die Frage ist, was ist die Aufgabe der Politik dabei, also den richtigen Rahmen zu schaffen, damit diese Ressource sich hier erneuern kann. Und an der Stelle wollte ich eben vor allem so ein paar Grundsatzeinstellungen noch ganz kurz vorne wegschieben, bevor wir dann zu den Maßnahmen kommen, die jetzt konkret dann helfen können. Und dazu gehört für mich erstmal eines, Politiker und Politikerinnen schmücken sich gerne mit Kreativen, mit Künstlerinnen, mit der Kultur. Aber Kultur ganz allgemein ist nicht dafür da, um der Politik eine Bühne zu verschaffen, sozusagen. Auch Kulturpolitik nicht. Es ist aber eine Versuchung der Kulturpolitik, sie zu nutzen, um sich selber eine Bühne zu verschaffen. Dafür ist es nicht da. Umgekehrt sind wir eigentlich dafür da, einen richtigen Rahmen zu schaffen, damit sie arbeiten können, sich das Leben hier leisten können, sich entfalten können, so, und auch wachsen können. Das erst mal vorweg gesagt. Und nun weiß ich ja durch viele Gespräche mit, also bei uns gibt es eine kritische Debatte über Kulturschaffende, jetzt werde ich, weil das aus der Nazizeit kommt, habe ich gelernt, deswegen versuche ich jetzt andere Begriffe zu verwenden. Ich sage jetzt einfach Kreative und Künstlerinnen und Künstler. Kenne ich aus diesen Debatten, dass natürlich Berlin immer ein Sehnsuchtsort war, völlig klar. Das ist nicht so viel anders als bei mir, als ich 92, also vor 30 Jahren fast inzwischen, nach Berlin gekommen bin, weil das eine Stadt ist, eine Stadt der Freiheit, eine Stadt der Toleranz und damals, Anfang der 90er, kurz nach dem Mauerfall, eben auch noch eine Stadt mit ganz vielen Freiräumen, im engeren Sinn war, also örtlichen Freiräumen, ungenützten Gebäuden, wo man einfach im Keller mit ein paar Kerzen, die Treppe runterführen, einen Club aufmachen konnte oder Musikkonzerte geben konnte. So diese Art von Zwischennutzungen, die natürlich unglaublich viele Möglichkeiten gerade für Sie bieten. Das ist vorbei. Muss man ganz ehrlich sagen, diese Zeit ist vorbei, und insbesondere, ich glaube, die Ressource Räume und Orte ist eins der ganz zentralen Dinge, von denen ich denke, die gehört zu dem Rahmen. Und jetzt bin ich noch nicht angekommen nur bei der Medienwirtschaft, sondern bin noch beim großen Ganzen, die wir sichern müssen. Und die müssen wir inzwischen eben tatsächlich auch sichern, die sind nicht mehr von alleine da. So. Und da geht es um Gewerbemieten, aber da geht es vor allem um Orte. Und da gab es ja nun in den letzten 5 Jahren auch schon Versuche, Stichwort Atelierprogramm oder so, konkret Räume zu sichern, aber auf eine Weise, die im Grunde ja fast die Art von Subjektförderung sind, von der wir eigentlich weg wollen. Man zahlt am Ende Vermietern sehr viel Geld dafür und Räume verwaltet. Man verwaltet die Künstler relativ aufwendig von Staatsseite. Ich hätte einen anderen Ansatz. Es gibt in Berlin eine ganze Reihe von auch großen Orten, die wir nützen können, wo ganz von alleine die Art von Netzwerkarbeit, die Sie hier in der Factory eben auch machen, entsteht. Beispielsweise Tempelhof, also das Flughafengebäude Tempelhof. Ich persönlich hätte auch noch Größeres vor mit dem ICC, aber das ist noch eine ganz andere Zukunftsdebatte. Es gibt Räume und Orte in dieser Stadt, die sind total einmalig, die sind als Ort, als Raum auch schon eindrücklich. Und das ist das, und die als Orte für Kreativität und
Künstlerinnen und Künstler und Kreative, um nicht Kulturschaffende zu sagen, zu nützen und zu sichern und auch zu entwickeln. Das ist, finde ich, ein Riesenschwerpunkt, der weit über Kulturpolitik im engeren Sinn hinausgeht. Und das ist der nächste Punkt. Ich glaube, man kann, und auch es gilt auch für die Medienwirtschaft und Filmwirtschaft, hat ja eh so das Problem, dass er an der Schnittstelle ist von Kunst, Kultur und Wirtschaft und feststellt, dass das oft gar nicht so einfach ist, weil das nicht automatisch so gesehen wird, dass diese beiden Aspekte keine Konkurrenz sind, auch ideologisch nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, sondern einfach zusammen bedacht werden müssen. So. Und so ähnlich ist es natürlich, wenn man solche riesigen Räume entwickelt. Da werden mehrere Senatsressorts reinkommen. Das ist eine Steuerungsaufgabe. Da müssen wir uns auch committen, weil die Gelder knapp werden in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn man so ein Megaprojekt wie Tempelhof beispielsweise als einen Ort entwickeln wird, wäre sehr viele Möglichkeiten für Sie alle hier bieten würde, dann muss man sich da wirklich drauf verständigen mit der nächsten Koalition, denn das kostet und das Geld wird knapp und man wird sich darauf dann auch vielleicht konzentrieren müssen. Aber das halte ich für einen ganz, ganz zentralen Hebel. So, deswegen wollte ich das unbedingt vorneweg sagen, spar mir jetzt ganz viele andere Dinge und komme dann vielleicht am Schluss immerhin zurück auf die Frage Medien- und Filmwirtschaft. Und sage, ich hatte auch schon ein, zwei Gespräche mit Kirsten Nihus, die ja gerade noch hier vorne saß, will das hier gar nicht verschweigen, und einigen auch Aktiven aus der Filmbranche und vor allem Notker hier, der ja beispielsweise einen VFX-Fonds wirklich persönlich auch erkämpft und auf den Weg gebracht hat hier innerhalb der Koalition. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe eine sehr wichtige Sache dabei gelernt und verstanden, gerade an dieser Schnittstelle von auch Wirtschaftspolitik und Kulturpolitik und Filmförderung. Wenn wir den Rahmen richtig setzen, in dem Fall beispielsweise durch so einen Fonds, der Visual Effects eben unterstützen kann, für die es noch keinen richtigen Ausbildungsberuf gibt und, die aber immer wichtiger werden dafür, dass wir auch Filmproduktionen hierher holen können nach Berlin. Dann habe ich vor allem gelernt, was für eine Wahnsinnshebelwirkung das haben kann für die Stadt insgesamt. Und zwar jetzt wirklich, und da als jemand, die hier regierende Bürgermeisterin werden will, interessiert mich das auch brennend, auch im wirtschaftlichen Sinn, im Sinn von Schaffung von Arbeitskräften, die es dann auch in den Zulieferbranchen sozusagen hat, in der Gastronomie, in der Logistik und überall, wo das natürlich im Handwerk, wo so jede Filmproduktion entwickelt natürlich eine Hebelwirkung, bringt weiteres Geld in die Stadt. Das finde ich gut, das möchte ich gerne. Und deswegen sage ich, glaube, da geht es erstmal darum, dafür zu sorgen, dass wir weiter für Filmproduktionen auch im praktischen Sinn attraktiv sind. Berlin als Stadt mit den einmaligen Orten ist es sowieso. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg, Stichwort Babelsberg, ich wollte schon sagen Babylon, aber das ist ja nur die Serie. Babelsberg spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle, aber entscheidend ist es, glaube ich, erstmal ganz praktisch dafür zu sorgen, dass Filmproduktionen hier stattfinden können. Da ging es dann um eine One-Stop-Agency beispielsweise. Da hat mir aber, sage ich jetzt auch ganz offen, haben sie mir schon ihr Leid geklagt, und das verstehe ich, wie schwierig das ist, wenn man da von Pontius zu Pilatus rennen muss, auch in den Bezirken. Aber auch überhaupt zu erkennen, und das ist vielleicht noch der wesentlichere Punkt, dass dabei Kunst entstehen kann, dass dabei kreative Menschen gefragt sind, dass dabei auch Menschen, gerade weil es gar kein herkömmlicher Ausbildungsberuf ist, Menschen plötzlich ihren Weg finden können, die und sich entfalten können, die vielleicht sonst, die sonst diesen Weg noch gar nicht gefunden haben. Aber auch, dass das für Berlin insgesamt die ganz wirkliche Bedeutung, um uns attraktiver zu machen, aber auch um unsere Wirtschaftskraft zu stärken, entfalten kann. Und das erstmal zu erkennen und nicht davor zurückzuschrecken, dass das was ist, was nicht am staatlichen Tropf hängt. Denn das will ich zu allerletzt noch mal sagen. Ich glaube, ein großes Missverständnis der Kulturpolitik oder eine Gefahr von Kulturpolitik kann sein, dass man am Ende findet, Kunst ist eigentlich nur das, was am staatlichen Tropf hängt, sozusagen. Und das wäre aus meiner Sicht ein totales Missverständnis. Und damit lasse ich es jetzt erstmal. Vielen Dank für den langen Vortrag als Einstiegsantwort. Und an der Stelle nur ganz kurz zwei Anekdoten, nur zwei Keywords, und dann bist du sofort dran, Gimse. Sie haben gerade gesagt, dass Sie das gerne auch als Wirtschaftsfaktor sehen wollen, die Kreativwirtschaft. Das finde ich absolut relevant und wichtig und eigentlich auch sozusagen selbstverständlich. Immerhin bringt die Kreativwirtschaft 30 Milliarden Euro
Euro nach Berlin jedes Jahr. Und das ist natürlich ein relativ großes Schwergewicht. Und vielleicht auch an dem Punkt nochmal die Kreativwirtschaft. Sie haben es gerade Kulturindustrie genannt, ist natürlich auch viel mehr als nur Kunst und das, was Sie gerade benannt haben, sondern das Cluster ist riesengroß. Da gehört der Verlag, der Buchmarkt, Design, darstellende Spiele und alles dazu. Und darüber müssen wir reden. Ne? Das sind so unsere Punkte. Und ICC, was Sie gesagt haben, soll ja im Augenblick ein E-Mobility-Standort werden. Also haben Sie andere Ideen? Da bin ich gespannt später, wenn ich dran bin. Jetzt gebe ich aber endlich mal ab an Gemse. Genau, wir steigen mal in die Fragen ein. Also Frau Jarasch, Herr Schweikart, das ist heute unser 5. Talk und zuweilen mussten wir uns in der Tat erstmal durch die Grundlagen wühlen. Ihre Antworten auf unsere Wahlprüfsteine sind sehr klar, sehr weitreichend und konkret. Manches klingt in der Tat, als hätte das unser Next Big Now Think Tank aufgeschrieben. Also wir stehen im Stoff, wir brauchen nicht erstmal zu erklären, welche Bedeutung hat Musik und die dahinterstehende Wirtschaft für die Stadt. Das ist offensichtlich klar, aber Sie sagten mit Subjektförderung versus Infrastrukturförderung, das ist ein Thema, was wir intern auch diskutieren, kann man nochmal weiterverfolgen, ist total spannend. Uns interessiert heute, welche Taten Sie den Worten folgen lassen wollen. Und Sie sagen, die Grünen sind sich der Relevanz der Musikwirtschaft für Berlin bewusst und bereit, an dieser Stelle mehr Verantwortung zu übernehmen. Das klingt gut. Was haben Sie vor? Die, erstmal willkommen und danke, dass Sie uns hier eingeladen habt. Die Musikwirtschaft ist, abgesehen von dem, was offensichtlich ist, dass ich gerne in einen Club gehe, Konzerte besuche, dass hier Musikverleger sind. Das ist sehr offensichtlich, was man sofort damit assoziieren würde. Aber die hat ja auch was damit zu tun, dass hier eine ganze Branche lebt und arbeitet und produziert, dass die Räume braucht. Bettina Jarasch hat es angesprochen, da die machen ja auch noch Krach. Dass aber auch ganz normale Menschen mit Familien hier wohnen wollen. Und ich glaube, die Musikwirtschaft ist ja hochkommerzialisiert. Ich glaube, sie sind sehr clever. Es ist die einzige Branche, die über Verwertungsgesellschaften tatsächlich ein relevantes Einkommen für die Musikerinnen und Komponistinnen erwirtschaften kann. Das schaffen die anderen Verwertungsgesellschaften nicht in dem Maß. Respekt. Und wir haben uns das mal angeschaut. Sie sind auch, sagt man, zumindest europaweit die fairsten, weil sie auch umverteilen, weil sie es auch tatsächlich schaffen, dass sie von Großen was wegnehmen und das den Kleinen geben und so eine Art interne Nachwuchsförderung da schon impliziert haben. Ich glaube, der politische Auftrag muss sein, ihnen eine Chance zu geben. Das Sozialpolitik, es kann nicht sein, dass jemand, der eine musikalische Ausbildung hat, in dem Moment, wo er fertig ist mit der Ausbildung, auf den Markt geworfen wird, schlagartig volle Krankenkasse bezahlen muss, Riesenprobleme hat, in die Künstlersozialkasse zu kommen, und auf einem und nicht mal mehr auf die Ressourcen zurückgreifen kann, auf die Studios, die er im Ausbildungsweg hatte. Also ich glaube, da ist ein Gap. Da können wir politisch was tun. Das ist wahrscheinlich Bundesangelegenheit, aber da kann man ja mit gutem Beispiel vorangehen und als Berlin vielleicht mal ein Modell versuchen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, damit man einfach die Existenzangst wegnimmt. Das gilt für ganz viele Kreativberufe, damit ich nicht so der Klassiker, wenn die Eltern fragen, was willst du werden, Musiker, das löst ja in der Regel Herzrhythmusstörungen aus. Und dass man das ein bisschen abmildert und sagt, das ist uns wichtig für unsere Gesellschaft. Wir haben erkannt, dass das Teil unserer Identität ist. Wir brauchen das, wir wollen das. Es macht auch Spaß, natürlich. Aber dass man auch getrost, wie in jedem anderen Berufszweig, das ernst nimmt, Künstlerinnen ernst nimmt, Kreative ernst nimmt und ihnen eine Chance gibt. Und da die Rahmenbedingungen zu verändern, das ist eine rein politische Aufgabe, denke ich. Das wäre somit das Erste, was wir angehen würden. Erstmal vielen Dank für die Blumen. Was die Verteilungsgerechtigkeit anbelangt, da sind wir viel kritischer. Ich habe irgendwo Berthold Seliger sitzen sehen. Er hält Vorträge über katastrophale Ungerechtigkeiten und Dissonanzen, was die Verteilung in der Branche anbelangt. Aber wir wissen es und wir arbeiten dran. Ich sprach jetzt nicht von Plattformen und Streaming und so. Das sehe ich schon. An einem Punkt in den Wahlprüfsteinen wurde ich hellhörig, weil da steht, sie wollen die Strukturen so weit unterstützen, dass sie sich aus sich selbst heraus entwickeln können. Das klingt fast ein bisschen nach FDP oder wenn nicht sogar neoliberal, also einen kleinen Anschub und dann gehen die Akteurinnen und Akteure selber los und machen den Rest. Wir sehen aber, dass der Markt vieles nicht alleine richtet. Da braucht man nur hier zum Fenster rauszugucken. Klimakrise macht keinen Markt. Ne? Da müssen wir Akteure sich aufstellen, es braucht die Politik. Also gerade die Zukunftsaufgaben, die bewältigt der Markt nicht so optimal. Da brauchen wir Hilfe, Support und vor allen Dingen brauchen die Unternehmen und die Kreativen, die Freelancer, die brauchen Support und diesen Support stellen die Netzwerke zur Verfügung.
da sind wir jetzt nicht bei den Subjekten, sondern Netzwerke sind quasi Infrastruktur und haben also Vernetzungs- und Bildungsformate aufgebaut, die die Branche und die Akteure fit machen für die Zukunft. Die Wissenschaft nennt das wertschöpfungsergänzende Aktivitäten. Und damit ist man, also vielleicht ist das auch ein Missverständnis, das könnte er nochmal korrigieren, wenn das dann der Fall sein sollte. Ich frage nochmal nach den Netzwerken, die Unterstützung der Branchennetzwerke, Medianet Berlin-Brandenburg, Berlin Music Commission, Club-Kommission, es gibt ja weitere so. Aus unserer Sicht spielen die eine Schlüsselstellung für die Zukunftsfähigkeit und für die Transformation in die Zukunft der Branche. Die Branche ist für uns eine Schlüsselbranche für Berlin. Das sieht die Politik auch manchmal nur so, wenn wir mit ihnen darüber reden und wenn wir uns umdrehen, landen wir zwischen Fußpflege und Friseur in den Listen. So. Deswegen haben wir ja Hainun gemacht. Aber wir wollen jetzt noch mal wissen, die Unterstützung für die Netzwerke, wie sieht die aus? Was stellt ihr euch da vor? Netzwerke, ihr seid ja Netzwerke im besten Sinne. Nur um das noch klarzustellen, also die Einkommensverhältnisse, das ist mir schon klar, dass da deutliche Ungleichgewichte bestehen. Aber genau darum geht es ja. Es geht ja darum, die Kreativen, die Urheberinnen, dass man die auf Augenhöhe bringt mit dem Markt. Und da helfen die Netzwerke, da braucht es die Netzwerke, weil die einzelne Künstlerin, der einzelne Künstler ist ja völlig ausgeliefert. Um existieren zu können, nimmt er im Zweifel jeden Auftrag an. Und da sind Netzwerke ganz wichtig, dass mit dem Selbstlaufen, das ist nicht so gemeint, dass wir uns aus der Verantwortung drücken wollen, sondern dass wir die Netzwerke so gut ausstatten, dass sie autark sind, dass sie nicht angewiesen sind auf Förderung. Weil das ist ja das Schlimmste, da arbeite ich auch noch ganz viel ehrenamtlich und muss dann immer betteln, um fürs nächste Jahr wieder einen Zuschuss zu bekommen. Das kann es nicht sein. Und wenn wir andere Industriezweige sehen, da sind die Netzwerke, ob das ein Verband der deutschen Automobilindustrie oder sonst, ist ja unglaublich stark. Das sind ja wirklich Player auf Augenhöhe mit den VerwerterInnen in dem Fall und die Netzwerke so weit zu ertüchtigen, dass sie das von sich aus können, das war damit gemeint. Also um das jetzt vielleicht nochmal zu ergänzen, damit es nicht wieder als Missverständnis hängen bleibt, es geht um Selbstorganisation. Nicht alle Künstler sind unter sich schon untereinander so organisiert, dass sie selber eine starke Stimme sein können gegenüber der Wirtschaft, gegenüber der Politik sozusagen. Und das wollen wir ausdrücklich stärken. Und da ist das Wort Professionalisierung, glaube ich, dann auch Stichwort Stärkung an der Stelle. Das heißt, nicht sich selbst überlassen, sondern dafür sorgen, dass sie das mit einer starken Stimme tun können. Super, das finden wir gut. Selbstorganisation, das ist ja auch so, wie wir arbeiten. Aber wir liefern halt quasi einen Rahmen, eine Infrastruktur für Zukunftsfähigkeit, ne? Für die großen Fragen, Diversität, Nachhaltigkeit, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Die digitale Transformation, das sind die Prozesse, die leider nicht von alleine gehen und wo wir uns aufstellen müssen und einmischen müssen. Also wir wollen Digitalisierung gestalten. Wir wollen nicht darauf warten, was die Tech-Unternehmen uns anbieten, weil das sind ihre Interessen inkludiert, sondern wir wollen Einfluss nehmen. Wir sagen, wir sind Musik, wir sind ein Treiber für Technologie und dafür brauchst du die Netzwerke. Also das geht nicht, indem jeder zu Hause sitzt, sondern es braucht eine Verbindung. Im Unterschied zur Automobilbranche sind die ja noch viel wichtiger, weil die Automobilindustrie Deutschlands, da haben sie 5 Leute am Tisch, dann haben sie die ganze Branche im Sack. Die 5 Leute haben mehrere tausend Mitarbeiter, hier ist es umgekehrt. Hier müssen sie mehrere tausend Unternehmen an den Tisch setzen und die haben noch nicht mal 5 Mitarbeiter. Das heißt, sie brauchen ein Medium, ein Netzwerk, um diese dezentrale, digitale Branche abzubilden, also diesen Ameisenhaufen, diesen Schwarm überhaupt erfassen zu können. Um diese Transformationsprozesse voranzubringen, spielen Konferenzformate, Festivalkonferenzen eine große Rolle. Also aus unserer Sicht sind die sehr wichtig und die kann man auch nicht am Markt einfach refinanzieren. Das klappt nicht, weil alle europäischen Mitbewerber ausfinanzierte Formate von ihren Städten, Ländern hingestellt bekommen. Also die Kosten, die man dann an die Kundinnen weitergeben würde, die wären nicht zahlbar und die wären vor allen Dingen auch für Nachwuchs und so weiter nicht zahlbar. Also hier brauchen wir eine Unterstützung. Wir haben dieses Format Most Wanted Music in Berlin aufgebaut. Als die Berlin Music Week vom Senat eingestellt wurde, haben wir ein weiteres Mal ein Format aufgebaut. Das ist jetzt ganz gut am Start mit 3000 Fachbesucherinnen. Wir kommen erstmal so ganz gut über die Runden. Leider haben unsere Mitbewerber das 5- bis 20-fache Budget. Also Reeperbahn Festival und CEO Bob. Das heißt, wir machen das mit viel Ehrenamt und Engagement. Das kriegt man auf ewig nicht so hin. Wir brauchen hier eine Unterstützung. Könnt ihr euch hier auch was vorstellen?
Ich bin jetzt hier die fürs Allgemeine, weil das tatsächlich, ganz offen, das ist meine Aufgabe. Ich bewerbe mich jetzt nicht hier als Fachpolitiker drin, sondern als die, die steuern möchte in dieser Stadt. Und deswegen will ich ausdrücklich was Allgemeineres nochmal vorweg schieben. Insgesamt ist die Berliner Wirtschaft, also jetzt völlig unabhängig von der Kreativwirtschaft, gut durch die Corona-Krise gekommen. So, weil die Wirtschaft in Berlin relativ innovativ aufgestellt ist. So, es gab sogar einige Branchen, die waren sogar Krisengewinner. Aber Ausnahme war Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungskongressbranche. Das heißt, die darauf angewiesen sind, dass Menschen in diese Stadt kommen, weil sie die Stadt toll finden. Normalerweise, das war natürlich alles jetzt unterbrochen. Und die tun sich richtig schwer, aus der Krise rauszukommen. Und ich halte die Kulturszene und Kreativwirtschaft für einen entscheidenden Hebel, um das wieder zu ändern, und zwar ausdrücklich für die anderen Branchen, die davon nämlich profitieren, mit. Also für Hotellerie, Gastronomie, die Hoga, die wirklich gerade, für die ist es 11:55 zum Teil tatsächlich, die sind echt arm dran. Ich glaube, dass es Kultur- und Kreativwirtschaft, Festivals, alles, was Berlin sozusagen auf die Straße bringen kann, ganz platt gesagt, um auch hier Leute wieder anzulocken. Ich glaube, dass das ganz zentral ist, auch als ein Konjunkturprogramm nach der Krise. Und ich glaube deswegen sogar, dass die Chance, die in solchen Veranstaltungen liegt, durch Corona noch mal eine andere Bedeutung bekommen hat, noch mal eine andere Dynamik bekommen hat. So sehe ich es allgemein. Insofern bin ich da sehr gerne zu Gesprächen bereit, was wir da tun können, gerade auch jetzt im nächsten Jahr, damit es hier sichtbar und hörbar wieder losgeht. Nochmal konkret auf deine Frage, was die Most Wanted Music angeht, beziehungsweise so Formate, vermisse ich unheimlich. Also Berlin hat sich sehr schwer damit getan, gerade der Senat hat sich sehr schwer damit getan. Wir hatten ja mal eine Popcom hier. Das hat ja alles nicht wirklich funktioniert. Und ich glaube, weil dahinter nicht der Wille war. Und den haben wir. Ein Messeformat muss sich nicht in sich selbst rechnen. Es ist einfach naiv zu glauben, dass die Eintrittskarten die Messe refinanzieren. Das berühmte Wort der Stadtrendite, das ist viel wichtiger. Beispiel der bildenden Kunst, das Artforum wurde zugemacht, der Markt ist um 40% eingebrochen. Und Musik ist da etwas resilienter, aber trotzdem, es muss auch mehr als die 3000 Fachbesucherinnen geben, weil Musik betrifft uns alle. Also ich stelle mir da ein Festival mit Konzerten, was ganz Berlin mitnimmt, vor an der Stelle. Und das vermisse ich auch bei der Berlinale, die ist mir auch zu fokussiert auf die FachbesucherInnen. Also ich glaube, Berlin kann in Zukunft wirklich Festivalstadt sein und da ist Musik einer der Schlüssel dazu, und auch ein Fachevent muss dann entsprechend eingebettet sein. Das muss politische Relevanz bekommen oder noch relevanter werden. Und da freue ich mich sogar sehr drauf, dass wir das vielleicht gemeinsam weiterentwickeln können. Wir haben ein derartiges Potenzial. Also wenn wir da mehr Unterstützung bekommen, gibt es einen Riesenschwung für die Stadt insgesamt. Das ist in der Tat so, dass das ausstrahlt auf die gesamte Stadtgesellschaft, auf andere Wirtschaftsbereiche. Also die Kreativwirtschaft ist quasi ein Motor für Prozesse darüber hinaus. Sie sprachen von den Gesprächen des Senates mit der Branche. Das haben wir auch versucht. Wir haben eine Fachgruppe der Berliner Veranstaltungswirtschaft, von der sprachen Sie gerade. Wir haben das gemeinsam mit Intura Convention Partner gemacht und mit der DEHOGA sind wir aufgetreten, haben versucht, mit dem Senat ins Benehmen zu kommen. Das war schwierig. Und zwar weniger schwierig mit Ihrer Parteikollegin Ramona Popp, auch nicht mit Klaus Lederer, aber mit den allen dreien. Also mit Wirtschaft, Kultur und Gesundheit wurden wir immer vom einen zum anderen geschickt und ich lasse das jetzt mal offen, wer da der große Bremser war. Also es war ja nicht Wirtschaft und nicht Kultur, aber wir sind eben nicht vorangekommen. Ja, die Gesundheit, ne? Also wir sind halt nicht vorangekommen. Und ohne diese Fachgruppe wäre die Situation der Veranstaltungswirtschaft dieser Stadt viel desolater. Also die Existenz der Fachgruppe, sie selber sind wahrscheinlich nicht zufrieden, kann ich mir vorstellen so, aber sie hat viel verändert und hat viel bewegt. Eine Frage zum Schluss vielleicht noch. Wir haben noch 1:28. Nachhaltigkeit, da kann ich mir das Intro, glaube ich, sparen. Die Frage, also für uns ist das wichtig, wir wollen uns als Branche transformieren zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Branche. Was sehen Sie da für Möglichkeiten? Wie können Sie uns unterstützen? Wie können Sie uns helfen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und uns wirklich auch als Vorbild, als Rollenmodell quasi aufzustellen für die Menschen in der Stadt? Dann fange ich mal wieder an. Ich weiß ja, dass Notker ist übrigens einer der wenigen selbst wirklich Kreativen, der gleichzeitig Abgeordneter ist. Das ist eine seltene Kombination, deswegen
gibt es von ihm immer noch ein paar unerwartete Ideen bei fast jedem Zusammentreffen, das wir so haben. Das kennen wir. Ich finde es wunderbar, aber es ist ungewöhnlich. Vielleicht noch einen Satz vorneweg bitte zu dem Thema Fachgruppe und ressortübergreifend Gesundheit, Wirtschaft und Kultur hätten gemeinsam agieren müssen. Das ist eine Frage der politischen Steuerung. So, ich spiele jetzt hier nicht die Schuld zuweist, obwohl ich mir auch denken kann, woran es gehakt hat. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wenn Ressorts nur immer ihr eigenes Ressort, ihr versäultes Denken haben, und das ist nun mal leider in Berlin eingeübte Kultur, jetzt in Anführungszeichen, das kann man nur durch eine bessere Steuerung, die das übergreifende Gemeinwohl oder auch von mir aus gesamtstädtische Interesse im Blick hat, dadurch kann man das nur ändern. Das ist einer der großen Hebel, die ich sehe, als aus dem Roten Rathaus heraus zu ändern. Nicht indem man alle Zuständigkeiten ins Rote Rathaus zieht, sondern indem ich da vom Roten Rathaus aus viel besser dafür sorgen kann, dass sowas, was ein ganz klar übergreifendes, ressortübergreifendes, gesamtstädtisches großes Thema ist, dass alle Akteure da an einem Tisch kommen und man sich verbindlich verpflichtet, wie man gemeinsam weiterkommt. Kann und wer was dafür beiträgt und die Stakeholder sozusagen eben auch mit am Tisch sitzen. Das ist für mich eine ganz zentrale Steuerungsaufgabe. Ich erlebe es aber immer wieder, dass auf diese Weise wird in Berlin bis jetzt nicht gesteuert. Deswegen möchte ich gerne ins Rote Rathaus, weil das geht besser. So, das vielleicht nur ganz kurz vorneweg. Nachhaltigkeit. Letztlich ist Berlin ja da eigentlich auch schon ein Stück weit Vorreiter. Wir haben ja ganz viele, gerade Clubbetreiber, wir haben Veranstaltungsorte, die sich schon sehr nachhaltig aufstellen. Völlig klar, dass es an vielen Stellen nicht ohne eine Unterstützung geben kann. Das ist dann im Prinzip eine klassische Wirtschaftsförderung, denn es gibt nichts Sinnvolleres, als in nachhaltige Zukunft zu investieren. Wir haben Akteure, die zum Teil auch im Zuschauerraum sitzen, habe ich schon gesehen, die haben Green Club Label ausgearbeitet. Die arbeiten ganz intensiv mit den einzelnen Betreiberinnen. Da sind dann Sporthallen zertifiziert worden oder auch Clubs oder auch eine Berlinale. Also ich glaube, diese Bemühungen sind ja schon massiv unterwegs. Was wir haben ein Stadtwerk. Wir können eigentlich von Landesseite auch ökologischen Strom zumindest zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man da enger zusammenarbeiten. Und ich glaube, es macht ja genauso viel Spaß. Also das Produkt verändert sich. Die Branche muss sich ja nicht umstellen wie eine Automobilbranche, die sich erst ewig lang weigert und dann plötzlich die E-Mobilität entdeckt, sondern es ist ja jetzt schon so, dass jeder Clubbetreiber, das macht ja auch Spaß, weil man merkt, man kann mit weniger Aufwand mehr erreichen, hat weniger Emissionen, die Nachbarn mögen es und ob mit Maske oder ohne, es darf getanzt werden. Da muss ich aber jetzt noch zwei Sachen ergänzen, weil natürlich wollen wir insgesamt Berlin zu einer klimaneutralen grünen Stadt machen. So. Und das hat zwei wichtige Komponenten. Das eine ist, alles, was es in nächster Zeit an Wirtschaftsförderung gibt, an Konjunkturprogrammen, auch jetzt nach der Krise, wird immer aufgestockt, wenn es in Richtung Nachhaltigkeit, Ressourcensparsamkeit, Kreislaufwirtschaft geht, dann gibt es was obendrauf. Das ist total wichtig. Das gilt auch für die Kreativwirtschaft, das gilt aber insgesamt für die Wirtschaft. Und das Zweite ist, wir wollen ein Klimabudget einführen. Das heißt, dass wir im Grunde in Zukunft jedes Ressort und eben nicht mehr nur das Umweltverkehr-Klimaressort jetzt, jedes Ressort und jede Bezirksverwaltung, jedes Bezirksamt muss einen Beitrag leisten, damit wir ganz konkret CO2 einsparen in dieser Stadt. Und das wird mit dem Haushalt verkoppelt. Das ist ein massives Umdenken, was das auslösen kann in allen Senatsverwaltungen. Und dann wird sich eben auch die Kulturverwaltung beispielsweise, auch die Wirtschaftsverwaltung, alle Verwaltungen werden sich dann Gedanken machen müssen, welchen Beitrag sie bei dem, was sie machen an Förderprogrammen, an Infrastrukturmaßnahmen, was sie für einen Beitrag leisten können. Und dann sind alle, die dann gute Ideen haben, sehr gefragte Gesprächspartner für die Ressorts, kann ich nur sagen. Wir brauchen Anreize, wir brauchen finanzielle Anreize, in anderen Worten ein Programm, was die Musikwirtschaft da ein bisschen befördert und was Anreize schafft. Aber ihr müsst, entschuldige, ein halber Satz, ihr müsst euer Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Wir haben tolle Ansätze, Green Film, Green Cinema, Green Club und so weiter, aber das finden wir super und das werden wir natürlich entsprechend nochmal unterstützen und bündeln. Ja, das ist super, dass du das jetzt nochmal hinzufügst und auch Frau Jarasch, dass Sie das nochmal ein bisschen ausgeführt haben, wie auch die Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungen und so funktionieren soll. Denn faktisch ist es ja nichts, was wir so ein bisschen zum Spaß überlegen, ne? So, dass die Leute da nett tanzen können und dann auch noch Spaß dabei haben. Das soll natürlich im Fokus stehen, aber wir haben die Klimaziele von Paris und da haben wir uns den haben wir uns gegenüber committed. Das heißt, es ist nicht so, dass es irgendwie so nice to have, sondern must have ist und da brauchen wir einfach schlichtweg Unterstützung und
und auch eben zum Teil vielleicht auch Beratung und vielleicht auch finanzielle Förderung, wie das überhaupt funktionieren kann in den Kreativbereichen. Insofern danke, dass Sie das nochmal so ein bisschen aufgedröselt haben. Ich bin jetzt dran mit meinen 15 Minuten und wir sind schon so ein bisschen über der Zeit. Es stand gerade schon, es ist 12.33 Uhr, das ist jetzt schon wiederum 6 Minuten her. Insofern mal gucken, wie weit wir kommen. Mich würde nochmal interessieren die Frage nach den Kulturräumen. Ich zitiere nochmal ganz kurz einen Satz aus Ihrem Wahlprogramm. Da steht, Sie wollen die Kulturraumfrage ins Zentrum der Stadtentwicklungspolitik rücken, die Fördersystematik zugunsten von mehr Gerechtigkeit, Transparenz und Diversität reformieren und die Dekolonisierung Berlins weiter vorantreiben. Super viele Buzzwords, das klingt total interessant. Der ein oder andere ist vielleicht noch am Überlegen, ob er den Satz richtig verstanden hat. Und genau so geht es uns auch bei dem Lesen dieses Satzes. Deswegen würde ich hier an der Stelle mal ein bisschen um Aufklärung bitten. Also was können wir uns darunter vorstellen und was ist da konkret gefragt, geplant mit der Kulturraumfrage und die Systematik zu verändern? Also, ich fange vielleicht, also tatsächlich ist es nicht zwingend, das in einen Satz zu packen. Sie vielleicht mal vorneweg sagen. Also Kulturraumförderung, geht ein Stück weit in die Richtung von, was ich schon gesagt habe, dass Räume und Orte zu schaffen ein zentraler Hebel sind. Ich hatte jetzt ein paar sehr markante, wie soll ich sagen, Räume, Orte von stadtweiter Bedeutung genannt. Es kann aber auch weitergehen. Es kann auch dahin gehen, dass wir, und das meinte ich ein Stück weit auch mit vielleicht ja gar nicht immer, dass wir auch den Rahmen dafür schaffen können, dass Leute auch unabhängig von staatlicher Förderung werden. Genossenschaftsprojekte beispielsweise, wo auch Räume für Kultur geschaffen werden gleichzeitig oder auch Wohngelegenheiten für Künstlerinnen und Künstler, dass wir einfach durch eine Genossenschaftsförderung, die auch zulässt, dass Wohnen und Gewerbe gemischt geschaffen wird, was gar nicht so einfach ist bis jetzt, dass wir sowas fördern oder für Projekte wie Inselgartenfeld in Spandau beispielsweise, wo Tanzkompanien ein neues Zuhause finden, aber auch Künstlerinnen ein neues Zuhause finden werden, dass wir einfach ermöglichen, dass sowas, was ohne sehr viel staatliches Geld funktioniert, zumindest die Rahmenbedingungen stimmen. Und das sind dann ganz andere Dinge. Das ist dann der ÖPNV-Anschluss beispielsweise und so. Also das sind ganz andere Fragen. Das bedeutet einfach nur, dass wir bei Stadtentwicklung und zwar in allen 12 Bezirken, nicht ausdrücklich nicht nur innerhalb des S-Bahn-Rings, im Blick haben, dass wir lebendige Bezirke, lebendige Quartiere überall schaffen wollen und dass Kultur zu einem lebendigen Quartier dazugehört. Und das müssen wir vor dem Hintergrund von natürlich Konkurrenz, also Flächenkonkurrenz, alle wollen Räume haben, alle brauchen Räume, auch Gewerberäume. Auch dafür gibt es ja mit sozialen Trägern und Handwerkern und Unternehmen auch immer Konkurrenzen. Dass wir da im Blick behalten, dass immer auch Orte für Kultur mit entstehen. Das würde ich vielleicht erstmal sagen. Und das Thema Diversität, da wäre ich immer sehr schnell bei der Frage von, wer entscheidet eigentlich in Gremien und in Jurys und wie kriegen wir die noch diverser? Das halte ich da für, also wer entscheidet konkret über Preise und über Gelder, die vergeben werden und Sichtbarkeit, die dadurch geschaffen wird. Das wäre für mich der zentrale Hebel, aber wie gesagt, in den Satz ist vielleicht wirklich ein bisschen viel reingepackt worden. Wer hat das verbrochen? Aber herzlichen Dank, das ist doch schon mal ganz gut. Notka, wolltest du noch was dazu ergänzen? Ich werde die anderen Aspekte des Satzes auch nicht weiter ausführen. Okay, dann nein, aber das ist wirklich, da ist die ganze Stadt gedacht. Das geht eben nicht nur um einen Kultur- und Kreativhafen, den wir in Tempelhof machen wollen, sondern das muss die ganze Stadt mitnehmen. Wir wollen ja auch am Schluss die kulturellen Angebote nicht alle in Mitte haben. Wir wollen alle Bezirke mitnehmen. Wir haben 15 neue Stadtquartiere. Da muss Kultur mitgedacht werden, dezentral. Wir wollen ein dichtes Netz an Bibliotheken. Das ist die Einstiegsdroge in Kultur. Also da denken wir wirklich, dass der Schlüssel... Da können die sich dann alle E-Books ausleihen oder wie wird das funktionieren? Ganz viele machen da auch ihre Hausaufgaben. Auch schön. Ich habe noch mal eine Frage. Mich haben Sie ein bisschen neugierig gemacht mit Ihrem Teaser zum ICC. Was, wenn Sie jetzt Bürgermeisterin werden, was passiert mit dem ICC dann? Das steht nicht in unserem Wahlprogramm. Deswegen habe ich es... Deswegen reden wir ja hier. Naja, ich habe in den letzten Monaten, und zwar vor allem, als wir noch nicht wieder rausgehen konnten, der Wahlkampf hat ja sichtbar erst seit ein paar Wochen angefangen. Wir können auch erst seit ein paar Wochen wegen Stichwort Corona wieder draußen Leute treffen. Ich habe in den letzten Monaten gefühlt tausende von Videokonferenzen, aber mit sehr spannenden Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft gemacht, weil es mir nicht nur darum geht, eine Wahl zu gewinnen, sondern umzusetzen, danach wirklich was besser zu machen und voranzukommen. Und ich wollte einfach wissen, wo sind die Hebel, wo sind Akteure, mit denen man sich zusammentun kann, welche Ideen gibt es auch noch, die wir nicht schon selber hatten.
Das ist ja das Tolle an Kreativität, dass man, das ist ja nicht die Politik, die alle besten Ideen selber haben muss. Man muss sie ja nur mitkriegen und dann ermöglichen. So, und zum Thema ICC, das ist ja so ein bisschen, so wie soll ich sagen, ein Stiefkind ist das falsche Wort, aber es ist ein Problem, das seit Jahren mitgeschleppt wird, offiziell in Zuständigkeit der Wirtschaftsverwaltung. Das Geld für eine aufwendige Sanierung aus Staatsmitteln, Steuergeldern war aber nie komplett vorhanden. Es fehlt aber eigentlich, finde ich auch, und da fehlt es eigentlich mal wirklich was Neues zu erfinden. Ich kenne dieses Konzept mit E-Mobilität. Ich glaube, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, ich habe da spannendere Konzepte gehört in letzter Zeit und glaube tatsächlich auch, und eins dieser Konzepte, das mich ins Nachdenken gebracht hat, weil ich mir einfach nur vorstellen kann, das ist aber nicht zu Ende gedacht, das ist einfach nur ein spannendes Konzept, ist tatsächlich eine Konzeptvergabe, die das Land Berlin ja machen kann, denn wir werden das nicht aus eigener Kraft gestemmt kriegen. Wie gesagt, die Mittel werden knapper in den nächsten Jahren werden. Wir müssen haben 2 Milliarden strukturellen Mindereinnahmen durch Corona. Das heißt, wir werden uns mehr fokussieren müssen, eine Konzeptvergabe unter Umständen zu machen und das tatsächlich als einen Kulturkreativort, durchaus auch in dem kommerziellen, aber auch in dem nicht kommerziellen Sinn, durch eine Konzeptvergabe kann man sowas ja absichern, zu machen. Ich glaube, dass dieser Ort, dieses UFO, das da wie vom Himmel gefallen ist, so wirkt es ja, dieses Betonding, ich finde es echt den Hammer, für Clubs und Musik natürlich wunderbar geeignet durch dicke Betonwände, die niemanden stören würden, wenn man da laut ist nachts oder so. Also ich glaube, dass es da tatsächlich, dass es sich eignen könnte für eine Kreativkultur, Kreativwirtschaftsnutzung in einem ganz breiten Sinne, kenne dazu auch Konzepte, ist aber überhaupt, steht nicht in unserem Programm, ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, mal voranzutreiben und zu prüfen, wenn ich Regierende bin. Ich wollte nur sagen, es gibt da Möglichkeiten und die wären spannend. Wir sind dabei. Okay. Aus dem Off. Super. Stichwort Digitalisierung. Sie schreiben auf einigen Ihrer Wahlplakate Verwaltung digitalisieren. Super wichtiges Thema. Da würde mich gleich mal interessieren, wie gehen Sie das an und was beinhaltet das alles? Aber bevor ich diese Frage stelle, noch mal zum Thema Startups und Willkommenskultur und wie kriegt man eigentlich Fachkräfte in diese schöne Stadt und Ansiedlung in diese schöne Stadt? Was schwebt Ihnen da vor jetzt in der nächsten Legislaturperiode? Wir haben massiven Fachkräftemangel, gerade in der Kreativwirtschaft, gerade in der Gameswirtschaft, bei den Startups, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Wir brauchen UX-Designer, wir brauchen insgesamt Programmierer, alle möglichen Bereiche, die nicht besetzt sind. Wie kriegen wir die hierher aus dem Ausland? Also was kann Berlin dafür tun, dass es attraktiver wird? Google macht jetzt in Brandenburg sein neues Headquarter da auf. Ist Brandenburg, wir lieben Brandenburg und wir finden auch, das ist eine Metropolregion. Aber was können wir für Berlin noch machen, dass hier mehr Ansiedlung stattfindet und wir mehr internationale Fachkräfte herbekommen? Erstmal ist es nicht schlimm, wenn Google das in Brandenburg macht, weil tatsächlich die Leute werden in Berlin trotzdem alle leben wollen. Meine Prognose. Und aber das nicht können. Ja, und insofern sind wir bei dem ganz großen Thema, um Fachkräfte hierher zu holen. Das ist jetzt wirklich der ganz große Rahmen, brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Das brauchen inzwischen auch Fachkräfte, den finden inzwischen auch Leute mit ganz guten Einkommen nicht mehr so leicht in Berlin. Das ist völlig klar. Ich weiß nicht, ich behaupte, ich bin die Einzige, die bis jetzt eine Lösung präsentiert hat, wie wir wirklich dauerhaft an bezahlbaren Wohnraum kommen, und zwar vor dem Hintergrund eines Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt hier der Ort ist, in die Tiefe zu gehen, aber Stichwort bezahlbarer Wohnraum ist tatsächlich ein ganz massives Thema. Übrigens eins, das auch aus der Wirtschaft raus, werde ich angesprochen auf dieses Thema. Die sind inzwischen, und ich meine jetzt nicht die Immobilienwirtschaft, sondern die Wirtschaftsverbände sind interessiert an bezahlbaren Wohnraum, weil die Fachkräfte, das gilt ganz allgemein, nicht mehr hierher kriegen. Die überlegen jetzt schon, ob sie dann wieder einsteigen, selber in Wohnungsbau, um Azubi-Wohnheime oder so zu machen, einfach nur um die Leute hier zu binden und zu kriegen. So, das heißt, bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur die mega soziale Frage, sondern ist auch tatsächlich der entscheidende Rahmen dafür, um Fachkräfte in den nächsten Jahren noch herzukriegen. Das heißt, auch für die wirtschaftliche Entwicklung inklusive Kreativwirtschaft. Aber das gilt jetzt gar nicht nur für Kreativwirtschaft. Das andere ist natürlich, dass Berlin diese vibrierende, lebendige, weltoffene Metropole bleibt, die Leute hier anlockt. Das ist aber
im Grunde wollen Leute hier leben. Wenn sie irgendwann Familie gründen, wird es darum gehen, dass sie genügend Schul- und Kita-Plätze hier finden. So, dann bin ich wieder bei ganz anderen Fragen. Mit anderen Worten, das Allgemeine ist erstmal, wir müssen den Rahmen schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, übrigens, das schaffen wir an ganz vielen Stellen wirklich nur mit Brandenburg zusammen. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist viel zu wenig ambitioniert im Moment. Da gibt's, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht schafft es Berlin bis jetzt nicht genügend, die Augenhöhe herzustellen mit Brandenburg. Also so aufzutreten, dass die Brandenburger auch gemeinsam mit uns wollen, das meine ich damit. Wir können nur gemeinsam, wir brauchen Brandenburg ganz dringend für Klima- und Energiewende sowieso, aber auch für die Stadtentwicklung entlang der ÖPNV-Trassen, für gemeinsame Wirtschaftscluster, die wir schon haben, für die Filmbranche sowieso, gilt aber auch für die Gesundheitswirtschaft. Also kurzum, wir sind in ganz vieler Hinsicht angewiesen und da mehr Flächen sind, ist es, wenn sich große Unternehmen, die Fläche brauchen, dort ansiedeln, aber wir da uns gegenseitig keine Konkurrenz machen, sondern sagen, das ist eine gemeinsame Standortentwicklung, dann ist das richtig. Das ist vielleicht erstmal als die ganz große Antwort. Und zu den Start-ups, jetzt auch ganz allgemein kann ich nur sagen, ja, Digitalisierung. Ich habe gesagt, nachdem ich mir das eine Weile angeschaut habe, was da nicht funktioniert, gesagt, wir wollen das ins Rote Rathaus holen, weil die Digitalisierung nicht nur der Verwaltung, sondern ja auch der Schulen und insgesamt Berlins, Stichwort Glasfaser und Gigabit-Strategie, kommt unter anderem auch deswegen, aber auch Smart-City-Konzepte und andere Ideen, die es gibt, also Zusammenarbeit auch mit Wirtschaft, kommt auch deswegen nicht voran, weil die zersplittert ist. Die ist auf mehrere Senatsverwaltungen aufgeteilt in der Zuständigkeit, die nicht, ich komme wieder zu meinem Lieblingsthema Steuerung, die nicht so zusammenarbeiten, dass es produktiv ist. Sonst wäre es nämlich nicht schlimm, wenn es auf mehrere Senatsverwaltungen aufgeteilt ist, funktioniert aber nicht gut. Deswegen ist da, glaube ich, eine Konzentration gut, tatsächlich gut, weil das ist einfach ein zentraler Hebel und Berlin redet schon so lange davon und kommt nicht voran. Und wie würden Sie das verändern? Also die Senatsverwaltung, also Sie können jetzt nicht alles komplett umbauen wahrscheinlich, aber vielleicht ja doch, also um diese Zusammenarbeit ein bisschen zu fördern. Also ich sagte ja, ich hatte es vorhin bei anderen Beispielen schon gesagt, für andere Steuerungsaufgaben, wir hatten das gerade mit der AG, die dann in der Corona-Krise gucken wollte, was wird aus der Musikwirtschaft. Dazu braucht man keine Zuständigkeiten holen, da muss man nur steuern, indem man alle Leute mal an einen Tisch setzt. Das ist ja das, was man ganz schön kann aus dem Roten Rathaus raus, dass man einfach sagt, so hier, treffen und sind bitte alle dabei. So. Bei Digitalisierung wollen wir einen Schritt weitergehen. Naja, bei Digitalisierung möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und tatsächlich, und das hieße dann, die offizielle Zuständigkeit reinholen. Das heißt natürlich, dass die, die jetzt in der Wirtschaftsverwaltung sich Gedanken machen über Digitalagentur und Digitalstrategie, dass wir da Einheiten ins Rote Rathaus holen. Das heißt, das ITDZ, also den Dienstleister, das öffentliche Unternehmen, das ja offiziell Zuständigkeit ist, die Zuständigkeit tatsächlich ins Rote Rathaus holen. Also da muss man tatsächlich ein paar operative Einheiten, aber zahlenmäßig gar nicht zu viele, sondern die muss man bündeln, weil da die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert hat in der letzten Zeit. Apropos Steuerungsrunden und nicht gut funktionierende Zusammenarbeit. Gemse hatte das schon vorhin kurz angedeutet, dass es an der Stelle vielleicht auch wirklich eine gemeinsame Plattform fehlt. Ich habe das jetzt in fast jeder Runde einmal kurz den Parteien mit auf den Weg gegeben, auch so hier jetzt. Es gibt diesen SKIP, die Steuerungsrunde, den Steuerungskreis Industriepolitik für die Industrie, den Masterplan Industriestadt Berlin. Da würden wir uns wünschen als BranchenvertreterInnen mit unseren Vereinen, dass sie da auch eine Steuerungsrunde, einen Steuerungskreis sehr weit oben ansiedeln würden, später im Rathaus, so dass es da tatsächlich irgendwie nicht nur in Pandemiezeiten einen Ort gibt, an dem man irgendwie Ideen zusammenschmeißen kann und vielleicht so ein Musikfestival oder Medienmusikfestival gemeinsam denken und planen kann und sagen kann, vielleicht mit Visit Berlin zusammen und den Akteuren dieser Branchen. Also vielleicht nur so als Wunsch an dieser Stelle und vielleicht auch als dezente Nachfrage, können Sie sich was vorstellen, so einen Steuerungskreis für unsere Branchen einzuberufen? Also, wie gesagt, ich behaupte jetzt nicht, dass ich auch noch Kultur und alles ins Rote Rathaus holen werde. Das wäre Quatsch, das wäre unredlich. Gesamtstädtische Steuerung im Roten Rathaus zu stärken, das ist mein Ziel. Und wenn wir merken, da bei dem Thema gibt es Bedarf und es hat eine breite Ausstrahlkraft für ganz Berlin und das scheint mir so zu sein, dann klar, dann kann ich mir das vorstellen. Heißt aber in dem Fall nicht, alle Zuständigkeiten ins Rote Rathaus holen, sondern heißt tatsächlich nur, so einen Steuerungskreis einzuholen. Übrigens würde es sich vielleicht lohnen, sich sogar ins Gespräch zu kommen. Die
Die IG Metall beispielsweise wünscht sich unbedingt, dass der Steuerungskreis Industriepolitik nicht nur fortgesetzt wird, sondern zu einem Steuerungskreis Transformation wird, weil die auch gemerkt haben, dass Transformation längst passiert und gestaltet werden muss, damit das auch Arbeitsplätze sichert und unsere Wirtschaft stärker macht. Und die sind sehr interessiert. Und ihre Branchen digitalisieren sich natürlich auch sozusagen. Das haben die auch gemerkt, dass da auch Arbeitsplätze sich verändern und dass auch sie am Thema Digitalisierung natürlich nicht vorankommen. Insofern müsste man vielleicht nochmal drüber sprechen, welche Art von Fokus und ob es da nicht sogar gemeinsame Themen gäbe und man gar nicht so viele Kreise nebeneinander gründen muss, muss man gucken. Auch spannend, interdisziplinär. Aber das alles ins Rote Rathaus zu holen, fänden wir ja gar nicht zielführend. Hier macht Arbeitsteilung Sinn. Aber es gibt quasi zwischen den Senatsverwaltungen Luft oder Spalten, wo Menschen und Unternehmen drin verschwinden. Also es sind jetzt noch Unternehmen der Veranstaltungsindustrie unterwegs in Berlin, die von einem Senator gehört bekommen haben, er ist für sie nicht zuständig. Und die sind alle quasi bei Ramona Popp dann gestrandet. So, also sie hat quasi das Doppelte und Dreifache auf dem Tisch gehabt, hat unter schwierigsten Bedingungen ja eine gute Arbeit geleistet. Aber das möchten wir nicht gerne ausbaden und möchten nicht vor vollendete oder vor unklare Tatsachen gestellt werden, sondern wir hätten gerne eine Verbindung hergestellt. So, und eine Zuständigkeit doch gehabt. Nicht alles im Roten Rathaus, das macht keinen Sinn. Apropos, nee, aber Entschuldigung, nur das wollte ich, das hatte ich ganz in meinem Eingangsstatement, das meinte ich ja damit. Nicht nur ressortübergreifende Steuerung ist das eine, das ist die Lösung. Das Problem, warum dann ein Senator so schnell sagt, nicht zuständig, das liegt, glaube ich, daran, dass sobald das Wort Wirtschaft drin ist, es zum Teil auch ideologische Vorbehalte gibt. Und das ist Unsinn, um das mal ganz deutlich zu sagen. Apropos Verbindung, ich greife nochmal deinen Satz auf. Wir würden uns gerne wieder mit euch zusammen verbinden, denn jetzt ist die Zeit für die Publikumsfragen. Und da sehe ich schon eine Meldung. Marc, natürlich, komm nach vorne. Stell dich kurz vor und für welche Institution du hier bist. Ich heiße Marc Wohlrabe. Mit Gemse habe ich mal die Clubkommission vor fast 22 Jahren gegründet. Ihre Kollegin Frau Popp unterstützt uns sehr gut bei einer Konferenz Stadt nach Acht, die Nachtleben-Konferenz. Wir machen also viel für Berlin und die Nacht. Zwei Fragen. Eins geht eigentlich in die Richtung Film, denn da komme ich her ursprünglich. Ich las kürzlich, dass Herr Lederer und die Linke angemeldet hat, das Filmressort eigentlich gerne zu sich ziehen zu wollen. Das würde also Film in Zukunft komplett interpretieren als Kultur. Ausrichtung. Ich persönlich war aber eigentlich, wir waren ein mittelständischer Verleih, der sehr viel kommerzielle Dinge dort auch gemacht hat. Also da würde ich gerne wissen, wie Sie das sehen, wenn es in so einer Koalition weitergeht, wie Sie jetzt wären, wie also die Begehrlichkeiten von Herrn Lederer da in Ihrem Auge sind. Und ganz andere Sache, würden Sie die Freizeitlärmrichtlinie und die TA-Lärm mit ändern auf Berliner Ebene und in Deutschland, um das, was Sie auch selber befürworten, Lebendigkeit und Kreativität auch wirklich etwas flexibler möglich machen zu können. Denn ich kenne das immer, leise Kunst, wie ich das immer nenne, das ist einfach. Jeder kann irgendwie ein paar Ateliers für Künstler hinmachen, aber das, was mit Nachtleben und Veranstaltungen zu tun hat, das ist ja die wirkliche Kühe in der Stadt. Und da sind wir immer und immer wieder bei Ihnen gerne im Gespräch. Ich fange vielleicht mal hinten an und du ergänzt nachher. Das fand ich ja die Idee, das hat mir spontan beim ECC so eingeleuchtet. Da könnten Sie so laut sein, wie Sie nur wollen. Nach, das würde kein Mensch mitkriegen, aber das nur in Klammern. Also insofern wäre das tatsächlich für einige, für die laute Kunst, wäre das tatsächlich, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Wir haben ja insbesondere die Clubs auch durch den Lärmschutz, glaube ich schon, also wir haben schon versucht zu unterstützen und da die Nachbarschaftskonflikte, die es da ja immer gibt, zu reduzieren. Da geht es so, also indem wir es unterstützen, das ist ja oft das, was man auf Landesebene erstmal nur tun kann, denn wir haben nicht die Gesetzgebungskompetenz immer für alles, was man tun müsste. Wenn ich regierende Bürgermeisterin bin, dann bin ich die zweite grüne Ministerpräsidentin im Bundesrat. So, dann verstärkt sich gewissermaßen auch dieser Hebel. Das Thema selber, mit dem hatte ich noch nicht viel zu tun, würde ich dann einfach an Notka abgeben, was man da konkret tun kann. Ich nenne nur die Hebel. Und zum Thema Film und Zusammenholen, ich habe das auch mitgekriegt. Ich sage mal so, ich glaube, das war die Antwort von Klaus Lederer auf die Frage, was er tun würde, wenn er als regierender Bürgermeister antritt. Wenn er regierender Bürgermeister wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass er das auch nur ernsthaft im Moment im Wahlkampf anstrebt.
Da kann ich gleich anknüpfen. Natürlich sind die, gibt es oft, wenn wir Monika Grütters anschauen, Beauftragte für Kultur und Medien, dass Film, Medien zusammen mit Kultur gedacht werden. Wir hatten auch im Abgeordnetenhaus einen Ausschuss, der beide Themen mal kombiniert hat. Film und Medien sind traditionell in den Senats- und Staatskanzleien angesiedelt. Ich denke mal, da wird sich auch wahrscheinlich nichts dran ändern. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Staatsverträge dort ausgehandelt werden, etc. Und ich würde das ähnlich einschätzen wie Bettina Jarasch. Gehe mal davon aus, dass Klaus nicht regierender Bürgermeister wird. Insofern wird sich diese Frage gar nicht stellen. Das war eher so ein kleines schillerndes Ausrufezeichen. Und was den Lärm angeht, wir haben schon viel über Agent of Change-Prozesse gesprochen. Natürlich ganz schwierig in einer Stadt, in der Clubs entstehen und dann die Clubgänger, wenn sie später Eltern werden, nebendran wohnen, selbst dafür sorgen, dass der Club zumacht. Da gibt es einen Grundkonflikt, ganz klar. Ich habe ein Wahlkreisbüro, wo man außen Veranstaltungen machen kann. Ich kenne das Problem gut. Und da muss man schauen mit Bundesregeln etc. Aber wir werden Orte finden, wir müssen Orte finden, wo das zusammengeht. Berlin ist groß genug dafür. Und wir haben ja auch schon tolle Lösungen gefunden, wo das sogar in sehr verdichteten Räumen funktioniert. Ein SO 36, das ist ja nun heftigstes Wohngebiet und noch sind sie da. Es war übrigens die grüne Mehrheit im Bundesrat, die die letzte Anhebung in der Nacht verhindert hat. Nur auf dem Weg für Sie zukünftige Ich sage mal so, ja, die beiden grünen Ministerpräsidentinnen sind zwar beide katholisch, was schon mal ungewöhnlich ist, aber ansonsten sind wir doch ziemlich unterschiedlich und kommen auch aus sehr unterschiedlichen Bundesländern, Winfried Kretschmann und ich dann. Das ist schon wahr, auch mit einer anderen Blickweise oft. Und vor allem, ich wäre die Bürgermeisterin einer Metropole. Das ist natürlich was anderes. Also ich glaube, dass man im Flächenstaat noch mal anders an solche Dinge rangeht. Ja. Aber werden ja überall stärker. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, Jakob, bitte. Hallo, Jakob Bielerbell ist mein Name. Ich leite die Green Music Initiative, ist ein Forschungs- und Innovationsnetzwerk und das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, ist ein bundesweites Netzwerk, wo es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist eine wahrscheinlich ein bisschen neuralgische für die Grünen. Da geht es um die Verbote oder Rahmenbedingungen. Ich würde gerne wissen, wie Sie stehen zu einer Herausforderung, die wir in dem Bereich Nachhaltigkeit haben. Nämlich, Notgard hat gesagt, es gibt in Berlin in der Tat einige wirklich Beispiele, Leuchttürme in dem Bereich, die kommen aber aus der Privatwirtschaft. Das heißt also, privatwirtschaftliche Akteure machen hier Pilotarbeit, Pionierarbeit. Weder ist es ihnen vorgeschrieben, noch werden sie dabei wirklich vernünftig unterstützt. Und jetzt meine Frage, könnten Sie sich vorstellen, jetzt nehmen wir mal den Begriff Verbot raus, aber eine Rahmenbedingung zu schaffen, die auch die großen geförderten Kulturinstitutionen dabei erstmal fördert, unterstützt, aber dann es auch fordert. Weil ich finde, es ist eine gewisse Ungleichheit, dass sozusagen jemand, der es auf Privatwirtschaft im Bereich tut, ungleichgestellt ist jemand, der es mit öffentlichen Geldern tut. Also wir haben riesige Veranstaltungsformate, wir haben riesige Opern, riesige Theaterhäuser, die den Bereich nur halb so, sag mal, passioniert betreiben, wie es zum Beispiel privatwirtschaftliche Akteure tun. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, danke für wirklich diese erfrischende Diskussion. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die sich in der Tat auskennen. Und Sie haben gesagt, Notgar kommt ja aus dem Bereich. Jetzt habe ich gehört, dass es da so ein bisschen grünes Rumgemurksel gibt und es gar nicht so klar ist, dass der Notgar in Zukunft auch noch für die Grüne Partei in einer sehr guten Position unterwegs sein wird. Wie stehen Sie dazu? Ich fände das sehr, sehr schade, weil endlich haben wir mal jemand, der nicht Funktionär ist, sondern Aktivist war und so weiter ist. Mit welcher Frage wollen Sie anfangen? Das sehe ich auch so, machen Sie sich da mal keine Sorgen. War meine Antwort auf Teil 2. Teil 1, Nachhaltigkeit. Also, erstens, ich hatte das, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet. Erstens sehe ich tatsächlich insgesamt in der Wirtschaft, und auch da meine ich jetzt wieder gar nicht die Kreativwirtschaft, sondern ganz allgemein, dass ganz viele
Wirtschaftsunternehmen in dieser Stadt längst unterwegs sind in Richtung Nachhaltigkeit. Und sei es nur, das muss ja kein Idealismus sein, sei es nur aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse, dass sie einfach verstanden haben, der Zug geht in diese Richtung. Und es wird sehr bald, ich sage mal nur steigender CO2-Preis, es wird sehr bald einfach ein Wettbewerbsnachteil sein, wenn man sich nicht auf den Weg macht. Deswegen müssen wir da gar nicht moralisch werden, sondern wir können ganz nüchtern darüber reden, dass es sowieso in diese Richtung gehen muss. Die Berliner Wirtschaft hat die große Chance, dass hier ganz viele schon so unterwegs sind, dass große Teile der Berliner Wirtschaft, auch der Cluster, sowieso auf Energietechnik, Mobilitätstechnik, Digitalwirtschaft sowieso sehr nachhaltig aufgestellt sind. Und ich möchte das zum Markenzeichen machen in Berlin. Ich möchte ausdrücklich mit der gesamten Wirtschaft, alle Branchen von groß bis klein, ich möchte, dass wir grün produzieren in Berlin, grüne Produkte und auch grüne Prozesse und Verfahren, und dass das dass unser großer Standortfaktor wird, dass wir wissen, Made in Berlin sozusagen, egal ob es jetzt um Kunst geht oder um Medizintechnik, völlig egal was, oder um Industrieprodukte, heißt grüne Produkte. Und das wird hier vorgedacht und es wird hier auch gelebt und ausprobiert. Berlin ist ja auch gleichzeitig Bühne, Reallabor, das ist ja das Tolle an dieser Stadt. Deswegen kommen ja auch gerne Unternehmen hierher, weil hier kann man auch gleich zeigen, wie es dann gehen kann. Insofern, da habe ich auch den Eindruck, ist die Wirtschaft eigentlich schon sehr weit und wir müssen nur ganz klar sagen, in die Richtung wird es gehen und an diesem Strang ziehen wir jetzt bitte alle gemeinsam und darauf richten wir auch die Förderung aus. Auch das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, in diese Richtung auf jeden Fall sowieso, und da mache ich auch bei keiner Branche und Größe oder Kleinheit von Unternehmen irgendeinen Unterschied. Ich möchte, dass wir das alle gemeinsam machen, weil ich darin auch die Chance für die Zukunft sehe. So. Und das andere hatte ich ja schon angedeutet beim Thema Klimabudget, dass natürlich dann auch die großen Öffentlichen, die jetzt von staatlicher Förderung leben, die hängen auch mehr dran, was für Prioritäten dann eben ihr zuständiges Senatsressort beispielsweise setzt. Und durch ein Klimabudget werden wir es schaffen, dass auch ein Kulturressort in dem Fall solche Prioritäten setzen muss, weil auch sie einen Beitrag leisten müssen, weil sie sich überlegen müssen, ja, aber die von mit unserem Förderprogramm und so, was leisten wir denn in Sachen Nachhaltigkeit? Und insofern wird es kommen, wenn wir es schaffen, dass Klimaschutz insgesamt Priorität bekommt und dann einfach ganz sauber überall durchbuchstabiert wird. Und das meine ich noch gar nicht mal als aufoktroyiert, sondern ich sehe da einen Riesenhebel auch für eine neue Dynamik, für Innovationen, für neue Ideen, weil ich das eher so anlegen möchte, wie es die Stadt Oslo übrigens auch getan hat, die so ein Klimabudget hat, als eine Art von Ideenwettbewerb. Leute, sagt uns mal aus eurem Beritt, was können wir denn tun, um voranzukommen? Und wir sammeln die Ideen ein und finanzieren sie dann natürlich auch aus. So, in die Richtung kann es gehen, insofern kann ich das, glaube ich, bejahen, dass es da vorangehen würde. Notka, wolltest du noch was ergänzen? Ja, nur einen Satz. Es geht nicht darum, dass man ein Museum nicht klimaneutral hinkriegt, sondern es geht darum, dass wir es zeigen, wie es geht. Jakob hat aber recht. Es gibt ein Paradox, eine Paradoxie, dass ausgerechnet die Privatunternehmen, die Kapitalisten, wie sie ja manchmal eingestuft werden, vorangehen. Also es gibt vorbildhafte Unternehmen in Berlin, Max Schmeling, Halle, Mediapool und so weiter, die quasi aus eigenem Antrieb, aus eigenem Ansatz, Idealismus auch möglicherweise, vielleicht auch aus ökonomischer Betrachtung auf Nachhaltigkeit Schritt für Schritt umgestellt haben und dem Publikum ein gutes Vorbild sind. Also wo sozusagen auch die Musikfans lernen, aha, das macht Sinn, man kann sich anders ernähren, das funktioniert so. Und das quasi auszugleichen, also die öffentlich Geförderten dort mehr einzubinden und das zumindest gleichzustellen, im Guten wie im Schlechten, wäre notwendig. Also dort ist Handlungsbedarf. Nehmen wir das mal so als letztes Statement jetzt von dir, Gemse. Erstmal vielen Dank an Sie, Frau Jarasch, an dich, Notka, dass ihr heute hier wart und uns einen Einblick gegeben habt. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für weitere Publikumsfragen, aber vielleicht habt ihr noch 2-3 Minuten Zeit oder so. In jedem Fall haben wir uns insgesamt zu bedanken für die letzten 31 Tage, in denen wir hier wirklich intensiven Austausch geführt haben mit den einzelnen Spitzenkandidatinnen und ihren politischen SprecherInnen. Insofern erstmal herzlichen Dank an dich, Gemse. War mir ein Fest. Wir fallen in ein Loch, aber zum Glück haben wir Wahl. Absolut, das ist echt ein Graus. Ansonsten auf jeden Fall auch danke an alle, die hier immer zugegen waren und irgendwie unterstützt haben, ihre Fragen gestellt haben. Und vor allen Dingen großes Dankeschön an unseren Medienpartner Netzpiloten, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Doch, da bist du, Wolfgang. Hi, schön, dass du da bist.
und auch vor allen Dingen an die jeweiligen Teams, die hier so intensiv unterstützt haben, allen voran natürlich mein Medianet-Team, aber vor allen Dingen auch das BMC-Team, die hier in der Produktion ständig ganz viel gewirbelt haben und auch in letzter Sekunde noch geschafft haben, eine Aufzeichnung auf die Beine zu stellen, dass wir da auch irgendwie nachhaltig unterwegs sind. Wir fangen nämlich mit der Nachhaltigkeit direkt jetzt an. Insofern also herzlichen Dank, wir freuen uns sehr und halten euch auf dem Laufenden über die nächsten Prozesse. Wir reden schon darüber, wie man diese Reihe vielleicht weiterführen kann. Nach der übrigens wichtigen Landtagswahl am 26. September, also vergesst bitte nicht zu wählen, Briefwahl ist auch eine Option und wie es der Zufall will, gibt es an dem Tag auch noch die Bundestagswahl, kann man also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. In diesem Sinne also euch noch einen schönen Tag. Ich gebe nochmal ab an dich und sage Tschüssikowski. Das hat großen Spaß gemacht, also mit euch, Janine, mit dir. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, so ein Format zu machen, wo man die Leute hier oben nicht grillt und mit Fangfragen in peinliche Situationen bringt, weil in der Situation äußert man ja nur die Sprechblasen, die Plattitüden, die man sowieso schon auswendig gelernt hat. Wir wollen in einem Dialog sein und bleiben. Und das ist in dem Sinne, du hast das angedeutet, wirklich nachhaltig. In diesem Dialog wollen wir natürlich bleiben, also auch nach der Wahl. Deswegen war die Frage auch sinnvoll nach den Ansprechpartnerinnen in Zukunft. Mit wem haben wir es denn zu tun? Mit wem reden wir? Wir haben mit Notger sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit Ramona Popp haben wir gute Erfahrungen gemacht. Aber wir brauchen diese Ansprechpartnerin, damit wir dieses Gespräch in Zukunft fortsetzen und nicht einmal nur heute ist. Darf ich vielleicht kurz sagen, erstens, ich sehe das auch, es freut mich auch sehr, auch das Lob für unsere Wirtschaftssenatorin, für unseren medienpolitischen Sprecher. Jetzt haben Sie eine Ansprechpartnerin mehr, wenn Sie sie bisher noch nicht so gesehen haben. Und ich bedanke mich, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke für das kurze Konzert. Sowas ist im Moment, so wie der Wahlkampf so hektisch und so anstrengend wie der ist, diese 5 Minuten, das made my day. Das reicht mir dann schon, um den Tag über fröhlich zu bleiben. Und ich komme sehr gerne nochmal in die Factory, aber nach der Wahl, um ehrlich zu sein. Vorher möchte ich erstmal die Wahl gewinnen. Dankeschön. Danke euch. Tschüss.